Herzlich willkommen zu diesem Input-Video für den Kurs Reading Machines – Einführung in die Korpuslinguistik. Dieses Video ist ein bisschen außerhalb der Reihe, indem es nicht einer konkreten Sitzung zugeordnet ist, sondern ganz allgemein vorbereiten soll auf den zweiten Teil des Kurses, in dem es um die Korpuserstellung geht. Ich werde heute einige Texteditoren zeigen und vor allem auf die Suchsprache Regular Expressions eingehen, die man zwingend braucht, wenn man Korpusdaten vorbereiten möchte für korpuslinguistische Tools. Es ist nämlich so, dass korpuslinguistische Tools in der Regel TXT- oder XML-Dateien benötigen. Wir sind sonst in unserem Alltag häufig gewöhnt, mit so Programmen wie Word oder LibreOffice zu arbeiten. Das funktioniert allerdings nicht, wenn wir mit EndConc oder anderen Tools arbeiten möchten. Und spätestens, wenn wir XML-Dateien erstellen möchten für Tools wie CQP Web oder auch Sketch Engine, dann brauchen wir vernünftige Texteditoren. Und zwar empfiehlt es sich, solche zu nehmen, die über sogenanntes Syntax-Highlighting verfügen. Was das ist, werde ich später noch zeigen. Und die in der Lage sind, mit sogenannten Regular Expressions umzugehen. Das ist eine Suchsprache, die es einem ermöglicht, sehr flexibel Suchanfragen zu formulieren und vor allem auch Texte so umzuordnen und zu manipulieren, dass sie dann korpuslinguistisch bearbeitet werden können. Ich möchte eine Reihe von Editoren empfehlen. Für Mac ist zu empfehlen BBEdit. Der ist zwar kostenpflichtig in der Vollversion, aber in der Gratis-Version gibt es ein paar besondere Funktionen nicht, aber man kann damit trotzdem arbeiten. Für Windows gibt es das vollkommen freie Tool Notepad++, das ich empfehlen kann. Dazu hat mein Kollege Alexander Lasch auch mal ein Erklärvideo aufgenommen, das ich hier verlinke. Ich möchte allerdings empfehlen, dass das plattformübergreifende Programm Sublime Text, was Sie auch verwenden können, um zu programmieren, aber es ist auch ein toller Texteditor. Sublime ist ebenfalls eigentlich kostenpflichtig, man kann es aber trotzdem benutzen und es ist so, dass alle 20 Speicherversuche kommt so ein Fenster, in dem man gefragt wird, möchten Sie nicht kaufen, und dann klickt man es einfach weg und dann ist auch gut. Also damit kann man arbeiten. Und zwar empfiehlt sich dieses Tool deswegen, genauso wie die anderen genannten, weil man damit Regular Expression basierte Suchanfragen stellen kann. Was ist Regular Expressions? Das ist auf Deutsch reguläre Ausdrücke, die lassen sich ganz allgemein definieren als mehr oder minder abstrakte Such- und Ersetzungsmuster, auf Englisch Search and Replace Patterns, die dann auf Zeichenfolgen, auf Englisch Strings, passen. Ja, letztlich machen wir, wenn wir korpuslinguistische Suchanfragen formulieren, nichts anderes als solche Suchmuster zu definieren, und tatsächlich ist es auch so, dass spätestens im Hintergrund werden unsere Suchanfragen typischerweise in reguläre Ausdrücke übersetzt, und wir können das aber auch direkt machen, und vor allem ist es toll, dass wir eben auch Ersetzungen auf eine bestimmte Art und Weise vornehmen können. Um es mal an ein paar Beispielen klarzumachen, was sind Beispielanwendungen für Regular Expressions? Zum Beispiel können wir hergehen und können uns alle URLs in einer Datei ausgeben lassen. Und zwar jene URLs, die mit HTML aufhören. Ja, mehr möchten wir nicht bestimmen. URLs fangen mit HTTP an. Dann kommt möglicherweise HTTPS. Ja, und dann kommt die Domain Google, TU Dresden, was auch immer. Das ist uns egal. Hauptsache, es endet mit HTML. Ja, und mit diesem regulären Ausdruck hier können wir das genau suchen. Dieses Zeichen hier bedeutet ein Nicht-Leerzeichen und das beliebig oft wiederholt. Mindestens einmal, aber beliebig oft wiederholt. Genauso können wir uns vorstellen, dass wir Datumsangaben haben, so wie wir es gewohnt sind zu schreiben. 1.2.1980, das wäre mein Geburtstag. Wir brauchen es aber im maschinenlesbaren Format. Also das Jahr zuerst, dann Monat und dann der Tag. Dann können wir so einen Suchausdruck formulieren, was wir hier in Klammern setzen, merkt sich der Computer, und das lässt sich dann mit diesen Zahlen mit Backslashes wieder ansteuern. Und so können wir das dann automatisch umsortieren
und müssen das nicht manuell Datum für Datum machen. Und wir können auch tatsächlich selber schon sozusagen korpuslinguistische Anfragen formulieren. Wir suchen jetzt alle kleingeschriebenen Wörter, die mit lich enden. Dann können wir hier zunächst mal so eine Klasse formulieren, A bis Z, und wir möchten noch die Umlaute dazu nehmen, die hier nicht mit einberechnet sind, als Kleinbuchstaben, dann eine beliebige Anzahl an Buchstaben und am Ende lich. Ja? Und so können wir dann alle Ausdrücke finden, die darauf passen. Sie sehen also, das sind abstrakte Suchmuster, Muster eben, die auf bestimmte Zeichenfolgen dann mehrfach auch passen. In Word finden wir so eine Suchmöglichkeit auch in euren Word-Versionen, die wird dort Mustersuche genannt. Und das ist das Prinzip dahinter. Ganz allgemein sind reguläre Ausdrücke so zu begreifen, dass es Kombinationen sind aus erstens den Buchstaben, die wir suchen möchten, oder den Zeichen, die wir suchen möchten. Und es gibt aber bestimmte Sonderzeichen, die besondere Funktionen erfüllen. Und ich gehe das jetzt sehr rasch durch. Ich würde Sie bitten, sich mit Hilfe eines Tutorials und ausprobieren, das selber erarbeiten. Also wir haben ganz grundlegend hier Punkt, Sternchen, Fragezeichen und Plus, die in vereinfachter Form in vielen Korpuslinguistik-Tools als sogenannte Wildcards implementiert sind. Ein Punkt wäre ein beliebiges Zeichen, das wir mit H.ND sowas wie Hand und Hund finden. Und dann diese drei Zeichen beziehen sich jeweils auf das davorstehende Zeichen. Ja, dass wir also, wenn wir haben Hund, Punkt, Sternchen, heißt das, dass hier ein Zeichen stehen kann, aber nicht muss. Und dann aber auch beliebig viele. Ja, und so vergleichbar dann mit diesen beiden Zeichen. Dann gibt es noch mit Backslash und bestimmten Buchstaben ganz interessante Möglichkeiten. Backslash kleines w wäre ein beliebiger ASCII-Buchstabe. Kurz zur Erklärung: ASCII ist ein ganz zentrales und das älteste Buchstaben-Encoding, was im englischsprachigen Raum entwickelt wurde und deswegen zum Beispiel Umlaute auch nicht kann. Also es sind die Buchstaben von A bis Z, groß und klein. Zahlen sind dabei und noch der Unterstrich. Ja. Dann haben wir immer die Möglichkeit, dass wenn wir das kleine w zu einem großen w machen, dann das sozusagen ein nicht XY ist. Also ein großes W mit Backslash wäre dann ein beliebiger Nicht-ASCII-Buchstabe. Zum Beispiel wird da Ä gefunden oder das scharfe S oder auch ein Satzzeichen, ein Leerzeichen und so weiter. Slash D ist eine beliebige Zahl und dementsprechend Slash Groß D eine beliebige Nichtzahl und so weiter. Slash S ein beliebiges Leerzeichen. Es gibt besondere Typen von Leerzeichen, nämlich N Zeilenumbruch und T für Tab-Stop. Das ist wichtig, wenn wir zum Beispiel Tab-Separated Files erstellen wollen, die sich dann als Tabellen auslesen lassen. Und dann haben wir die Möglichkeit, Gruppen, Klassen und Mengen anzugeben. Gruppen in runden Klammern, dass wir zum Beispiel hier Bürger in Klammern in Fragezeichen formulieren können. Ne? Dann schauen wir nochmal hier oben. Das vor dem Fragezeichen stehende Zeichen darf 0 bis 1 mal vorkommen, also in darf vorkommen, muss es aber nicht. Deswegen findet Bürgerin, Bürger und Bürgerin. Wir können solche Klassen definieren, alles in eckigen Klammern. Dann werden hier alle Vokale gefunden. In geschweiften Klammern können wir Mengen angeben, also Wiederholungen sozusagen, dass dieser Suchausdruck hier solche Zeicheniterationen auf Tor finden kann. Und schließlich, das ist auch noch interessant, dieses kleine, wie nennt man das Zeichen eigentlich? Diese Spitze bezeichnet den Zeilenanfang und das Dollarzeichen das Zeilenende. Das kann wichtig sein, wenn wir zum Beispiel immer an den Anfang jeder Zeile noch was einfügen wollen oder alles bis zum Zeilenende löschen wollen und so weiter. Wie ich schon gesagt hatte, können wir, wenn wir Klammern setzen, das auch als sogenannte Back-References nutzen. Das heißt, was in Klammern gesucht wird, merkt sich der Computer. Und wenn wir dann etwas ersetzen, können wir diese Klammern wieder ansteuern. Ne? Nehmen wir also hier
So ein Datum, der 8.12.2020, und das Ganze möchten wir in dieses andere maschinenlesbare Format bringen. Dann können wir diesen Suchausdruck formulieren, der genau hier drauf passt, und können es dann durch das hier ersetzen, und dann wird es dann automatisch umsortiert. Weiterhin möchte ich diese nützlichen Muster empfehlen, die ich Sie bitten würde, sich das einfach zu merken. Es gibt einen Grund dahinter, warum das funktioniert. Das geht um die sogenannte Greediness von Regular Expressions, also wie gierig sind sie, und das Problem, dass Punkte nicht Zeilenumbrüche finden. Ja, das sind aber Spezialfragen. Merken Sie sich einfach diese besonderen Ausdrücke, hier Punkt plus Fragezeichen, solange sie innerhalb einer Zeile bleiben, ist das der Ausdruck, der sozusagen alles zwischen den davor und danach stehenden Zeichen findet. Ja, zum Beispiel können wir auf diesem Wege alle XML- oder HTML-Tags finden. Und das hier ermöglicht es, auch zeilenübergreifend solche weiteren Bereiche zu finden. Ja, das kann nützlich sein, wenn man zum Beispiel HTML-Code in XML-Code umformatieren möchte und so weiter. Ich möchte Ihnen sehr herzlich dieses wunderbare Tutorial empfehlen von Daniel Fett. Schon ein bisschen älter, aber Regular Expressions ändern sich nicht. Und das ist das beste Tutorial, was ich kenne, wobei es sehr dicht ist. Aber da können Sie, und auch nicht speziell für Korpuslinguistik, aber da können Sie alles, was mit, oder fast alles, was mit Regular Expressions möglich ist, können Sie dort mal vorgeführt finden und können es auch selber ausprobieren. Und jetzt möchte ich aber wechseln in den Editor Sublime Text, den ich, wie gesagt, empfehlen kann. Das hier ist jetzt hier so eine XML-Datei, wie ich sie, wie ich meine Korpusdaten üblicherweise aufbereite. Ich habe Ihnen das schon mal präsentiert. Wir haben hier oben dann die Metadaten und hier dann den eigentlichen Text, wobei wir hier so Auszeichnungen haben wie Überschrift und hier ein normaler Absatz. Hier sehen Sie Syntax-Highlighting. Ja? Das heißt, er weiß, dass das hier ein XML-Dokument ist, wegen der Dateiendung XML. Und jetzt wird das, was zu dieser XML-Sprache dazugehört, also die Tags, werden hier farblich hervorgehoben, was es bei der Lektüre gut auszeichnet. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt hier auch einen Fehler machen, nehmen wir hier mal das raus, ne? Dann sehen wir sofort, indem sich alles verfärbt, dass hier irgendwas nicht stimmt. Hier ist das Attribut, der Wert des Attributs, da fehlt am Ende das Anführungszeichen. So, jetzt stimmt es wieder. Wir können dann auch hier zum Beispiel einzelne Texte einfalten sozusagen und wieder ausfalten. Das kann BBEdit und Notepad++ alles genauso. Und jetzt möchte ich mal vorführen, was mit Regular Expressions möglich ist. Wir haben hier unten die Suchzeile, die wir mit Steuerung F oder Control F ansteuern können. Und wichtig ist, dass wir jetzt hier unten dieses Feld hier aktiviert haben, Regular Expressions. Wir haben ja noch andere Möglichkeiten, also dass es im Groß- und Kleinschreibung eine Rolle spielt und dass nur ganze Wörter gefunden werden. Das aktivieren wir jetzt mal. Und jetzt suchen wir mal nach Klima und suchen nach Composita. Ohne Bindestrich suchen wir es erstmal, sondern nur so. Ja? Klima und dann noch eine beliebige Anzahl von Buchstaben. Und jetzt können wir hier durchgehen und finden diese ganzen Belege. Wenn wir dieses hier, dass er nur ganze Wörter findet, rausnehmen, dann kann es bei anderen Suchanfragen, ist dann das Suchverhalten ein bisschen anders. Ja, an dieser Stelle spielt es gerade keine Rolle. Ich tue es mal wieder. Nee, ich lasse es mal draußen. So, und jetzt gibt es hier, deswegen ist Sublime schön, wie ich finde, weil es hier eine tolle Möglichkeit gibt, nämlich den Button Find All. Wir gehen jetzt mal drauf. Jetzt hat er alle 224 Treffer markiert. Mit Steuerung C können wir das kopieren. Wir machen eine neue Datei auf und haben jetzt hier unsere Wortliste. Wir können jetzt auch mit
F5, das Ganze auch sortieren und haben jetzt hier also schon mit wirklich wenigen Klicks eine korpuslinguistische Abfrage sozusagen gestaltet. Ja, wir müssen das jetzt auszählen, wie oft kommt klimafreundliches Form wirklich zu einer Frequency List zu kommen, wie wir es gewohnt sind, aber es ist eben doch relativ einfach möglich, sich einen Überblick zu verschaffen in einem Korpus über Composita zum Beispiel. Ja, wir können auch jetzt mal so vorgehen, dass wir sagen, fair ja, Verleihung, Vergewaltigung, Versorgung, Versicherung. Und jetzt möchten wir mal sagen, also wirklich nur das ganze Wort soll gefunden werden. Wieder find all, Steuerung C, wir gehen in diese Datei und wieder F5 und jetzt haben wir hier also alle Verung Lexeme in einem Korpus von Pressemitteilungen einer politischen Partei. Ja, nicht, dass ich jetzt wüsste, was man damit genau herausfinden kann, aber um es halt mal zu präsentieren. Und dann haben wir eben die Möglichkeit, mit Ersetzungen tolle Dinge anzufangen. Das möchte ich hier einmal ganz kurz präsentieren. Nehmen wir an, wir haben eine Datei, wo E-Mail-Adressen drin sind und wir möchten die gerne anonymisieren. Wir möchten sie allerdings nicht komplett rausnehmen, sondern es soll immer noch erkennbar sein, welcher E-Mail-Provider das jeweils ist, aber die eigentlichen Adressen sollen unsichtbar gemacht werden. Jetzt können wir hergehen und können erstmal für die E-Mail-Adressen versuchen, einen regulären Ausdruck zu definieren. Das wäre zum Beispiel so, ja, also slash Schrägstrich, also slash groß S für ein beliebiges Nicht-Leerzeichen. Jetzt findet er erstmal sehr viel. Danach soll direkt das Add kommen und danach wieder genau das Gleiche. So, jetzt findet er alle E-Mail-Adressen und nur diese. Und jetzt möchte ich, wie gesagt, das ersetzen. Und das kann ich machen mit Option, Command F. Vielleicht ist es bei Windows anders. Da können Sie hier sich den Shortcut raussuchen und können dann das replacen. Und ich möchte jetzt den Anfang durch 5x. Und jetzt muss ich hier in diesem Suchausdruck eine Klammer setzen, damit er sich das merkt. Und das kann ich mit slash 1 ansteuern und replace all. So, jetzt hat er also den Anfang ersetzt, aber das Ende hat er trotzdem beibehalten. Ja? An dieser Stelle wäre es natürlich auch in diesem einfachen Beispiel auch möglich gewesen, es einfach nur so zu machen. Replace. Ja, das wäre auch gegangen, aber um es mal zu zeigen, wie im Prinzip die Idee ist hinter den Back-References dieses Beispiel. Das ist meine erste kurze Demo. Ich habe Ihnen drei Übungen vorbereitet, was Sie mit Regular Expressions anstellen können. Beides sind Knobelaufgaben, bei denen Sie sich, oder alles drei sind Knobelaufgaben, bei denen Sie sich wahrscheinlich erstmal insgesamt ein bisschen orientieren müssen mit Regular Expressions und Sie können dann in den nächsten Tagen und Wochen versuchen, sich nach und nach diese Übungen zu erarbeiten und Sie werden dann hoffentlich merken, was für ein unglaublich nützliches mächtiges Tool Regular Expressions sind, gerade wenn es darum geht, Korpusdaten aufzubereiten. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.